Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, es gibt ein kleines Zimmer-Update und zwar jetzt nächsten Monat muss ich dieses Zimmer endlich so weit bekommen, dass wir den Kleiderschrank aufstellen können und dass ich Leo hier rüberstellen könnte. Es wird jetzt echt Zeit. Also, folgende Planänderung hat sich jetzt bei mir gerade im Kopf eingefräst. Hier unter dem Fenster würde ich gerne Leos Stall hinstellen, weil Leo hat ja Heu und Streu und alles. Und es macht so einen Dreck auf meinem schönen neuen wundervollen Teppich. Ich liebe diesen Teppich. Und ich möchte nicht, dass der dreckig wird. Und deswegen würde ich Leo gerne, wenn möglich, da draufstellen und den Teppich einfach zum Beispiel zur Seite klappen. Und dann kann der da sein und da drüben. Vor allem da, wo es Heu ist, ist jetzt im Moment noch die Heizung. Aber im Sommerhalbjahr ist die Heizung ja aus. Also kann ich da Leo locker davor stellen. Ursprünglich hatte ich mal überlegt, ob ich ihn hier, also hier, wo ich jetzt sitze, hinstelle. Aber da sind meine ganzen, also hier sind meine ganzen Stromanschlüsse. Und wenn ich ihn da hinstellen würde, hätte ich keinen Strom. Und das ist ein bisschen unvorteilhaft mit den ganzen PCs und allem. Aber ich muss jetzt wirklich dann spätestens die nächsten Wochen, also ich habe jetzt noch 2 Monate. Und zwar den Mai und den Juni, um alles vorzubereiten für die richtig heiße Zeit. Und dann möchte ich dann auch fertig sein. Und deswegen, ja gut, also Sachen wie meine Klamotten kann ich zum Beispiel ja auch noch im Juli, Juni, wie auch immer. Aber das mit Leo und allem, das muss bis dahin fertig sein. Und ja, auf jeden Fall werde ich mir dann auch nochmal, wartet, dann kann ich dir euch ja mal zeigen, nochmal solche Schränke hier. So sehen die, also so sieht eine Etage aus. Und davon möchte ich mir nochmal zwei Stück holen, damit ich da dann noch so ein paar Sachen, die einfach in die zwei, die ich jetzt schon habe, noch nicht reingepasst haben, reintun kann. Und dann werden dann davon halt 3 Stück rumstehen. Ist ja 3 hier und ich hoffe, und da drückt mir die Daumen, dass ich einen ins Wohnzimmer unterbringe, weil dann würde ich dort, da würden dann 2 Kisten frei werden. Da würde ich nämlich dann meine ganzen Kaffeekapseln und Tees und alles so drin stapeln. Und halt auch, was war das an, meine ganzen Tüten und so Zeug, was halt da noch ist. Und das will ich da gerne dann drin haben. Aber da muss ich mit meiner Mom in Ruhe drüber reden und hoffen, dass sie dann sagt, okay, ja, ein so ein Dinger kann man verschmerzen. Ich glaube aber, dass das gar nicht so, das ist vielleicht müssten es doch 2 sein, jetzt wo ich den gerade so angucke. Aber die haben eine unglaubliche Tiefe. Also die sind tiefer, als man denken würde. Also die sehen viel kleiner aus. Also ist ein TARDIS-Phänomen. Die sehen kleiner aus, als sie sind. Also da passt sehr viel rein. Und wenn ich dann danach die Kaffeekapseln richtig lagere und die Tees, dann müsste das schon gehen. Aber ich glaube, es wäre klüger, wenn ich gleich 2 nehme. Ja, dann könnte ich die Tees, die schon offen sind, also eins für Tees und eins für die Kaffeekapseln machen. Oder, ach, ich weiß noch nicht. Also eins für Tees kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und wie ich es dann anders mache, weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Ja, aber auf jeden Fall, die jetzt hier stehen, die müssen dann neben den Kleiderschrank. Wobei ich tatsächlich von der Tendenz und der Breite her neige dazu, die eben so reinzuschieben und nicht so. Weil so brauchen die viel mehr Platz und so kann ich 2 nebeneinander. Und es müsste rein theoretisch vom Platz her reichen. Ich habe gar keinen Maßstab, weil ich habe ungefähr 70 cm dann noch Platz. Und ach, warte mal, meine Hand ist 20 und das sind, okay, sind so ungefähr 20 und 20 sind 40, wären so 80. Könnte knapp werden, aber das muss ich gucken.
ist tatsächlich eine dieser Sachen, die man dann gucken muss, wie sie ist. Und ja. Dann hieß es ja, dass es in der Breite 40 sein müssten. Da hätte ich jeweils 30 cm an den Seiten, dann könnte ich da noch Kisten reinstellen. Das wäre vielleicht effizienter vom Gedanken. Und da die ja Rollen haben, lassen die sich bewegen. Na gut, das werde ich dann sehen. Aber egal wie, das nächste, was jetzt passieren muss, ist, dass wir Leo vorübergehend, also für vielleicht 1, 2 Stunden zur Seite schieben, damit wir dann genügend Platz haben, um den weißen Tisch wegzuräumen, damit dann endlich mal der Schrank aufgestellt werden kann. Ja, und dann können wir eine Menge Zeug, was hier noch so rumsteht, endlich mal wegräumen. Boah, das wird viel. Das ist eine Menge Arbeit. Weil das ist dann das ganze Zeug, das in den Schrank rein muss. Naja. Gut, das war mein kleines Update. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch gerade so ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.redmail@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Oh.